Vielleicht bestellen wir jetzt noch was. Einmal bitte zwei Alban. Auch nicht das richtig? Das erinnert mich an Conroy. Hol, und ich möchte dagegen schlagen. Okay. Ich weiß auch nicht, was das für ein Vieh ist. Ratte. Das fasse ich nicht. Ich hatte mal eine Haustierratte, als ich klein war. Nochmal probieren. Okay. Nö. Jetzt vielleicht unten? Kommt wieder oben raus oder wo? Hallo? Ah. Und jetzt? Unten? Und das war, glaube ich, nach rechts. Vielleicht geht er jetzt wieder rechts ein weiter, oder? Er kommt oben raus. Na, jetzt ist er wieder oben. Ich weiß nicht genau, ob man den irgendwie da unten hinlotsen kann. Das will ich nochmal ausprobieren. Wir haben jetzt unten gemacht, dann machen wir mal oben. Na, ist immer das Gleiche, glaube ich. Oh, was ist das denn? Pfirsichkerne. Sieht aus, als esse jemand hier sehr gerne Pfirsiche. Zu kurze Arme. Ja, du hast immer zu kurze Arme. Warum haben die nie Goku Gadget Arme dabei? Jetzt haben wir 1, 2, 3. Ne, warte, da ist noch ein Rohr. Dann geht's runter. Ne, jetzt ist das Ding abgehauen, ne? Ja, hat mich jetzt nicht glücklicher gemacht. So viele gefangene Flötennasen. Ach, das sind Flöten. Ich dachte, ich habe erst gedacht, guck, Tentakel raus. Ich möchte sie nicht stören. Natürlich, das ist keine Tentakel. Das ist natürlich eine Flöte. Flöte. Eine Art Pfeife. Und eine Tröte. So, eine Kakteensammlung. Ja, das weiß niemand, warum hier eine ist. Kaktusposter. Schmaler Eumel. Der sieht komisch. Er ist nur anders. Das würde nichts bringen. Der sieht hübsch aus. Du sagst es. Der sieht komisch aus. Er ist. Der sieht komisch aus. Er ist. Also komisch oder der hübsch? Sieht du sagst. Da fehlt etwas. Aller. Der sieht. Du. Okay, naja. Keine Ahnung. Macht vielleicht noch keinen Sinn. Aber ist der, dass er da redet? Hey, du da! Wache 1833 meldet sich zum Dienst. Was gibt's denn? Toller Kaktuswald. Ich habe dazu nur eine Frage. Warum? Kakteen sind die mit Abstand schönsten Geschöpfe. Ihre Form, ihre Farbe, ihre Zierlichkeit, die im vollkommenen Einklang mit ihrer Gefährlichkeit stehen. Siehst du mein Fanplakat? Das habe ich aus Kaktus heute. Leider fehlt darauf ein ganz bestimmter legendärer Kaktus. Der blaue Maurice. Was willst du denn damit? Ich würde ihn natürlich den ganzen Tag betrachten. Kakteen sind gemacht, um verehrt zu werden. Und ich könnte dann einfach fliehen. Eine Win-Win-Situation. Was? Nichts. Okay, irgendwie müssen wir den herstellen. Blauer Maurice, aber reden wir es weiter. Für mich sehen diese Dinger alle gleich aus. Grün und stachelig. Wie bitte? Jeder Kaktus ist einzigartig. Oder gebogen. Ihre Körper und ihre Stacheln können so unterschiedlich geformt sein. Manche sind mit Stacheln und Blüten übersät. Andere sind ganz keusch. Ja, ja, ja. Blauer Maurice. Dieser blaue Maurice fehlt dir also noch in deiner Sammlung? Ganz genau.
Es gibt auch nur Gerüchte und Beschreibungen von ihm, aber keine richtigen Bilder. Ich würde alles für ein Bild vom blauen Maurice tun. Alles. Ich könnte mich überhaupt nicht an ihm satt sehen. Der blaue Maurice also? Woran erkennt man den? Er ist stachelige Perfektion. Er ist eine Mischung aus der grünen Libelle, dem Blihabla und dem Doinkpeaks. Er sieht aber überhaupt nicht aus wie der schmale Eumel, der kleine Johannes oder ein Willy Wonka. Gut, vielleicht finde ich ja ein Bild von deinem grünen Freund. Was würdest du davon halten? Wirklich? Oh, mir wird jetzt schon ganz schwindelig, wenn ich daran denke. Und ich hätte ein Hindernis weniger auf dem Weg nach draußen. Wie bitteschön soll ich das denn herstellen? Ich habe Hunger. Was gibt's denn heute? Das Übliche. Erbsen an Eis, Fleischsuppe mit Blaubeerpudding, ein Tomatengericht und zum Nachtisch Kompott. Was für welches? Klingt voll cool. Obstsalat. Vielleicht gibt's ja Pfirsich. Oh, warte. Ich will Obstsalat. Wir wollen alle irgendwas. Ja, und ich will Obstsalat. Willst du dir einen Feind machen? Einmal Obstsalat! Okay. Ich dachte nur wegen Pfirsichkerne. Vorher muss ich die Nee, geh mal kurz rein wieder. Da gibt's doch da. Vielleicht können wir alles bestellen. Mal guck. Das ist also Obstsalat. Vielleicht bestellen wir jetzt noch was. Einmal bitte zwei Halbarn. Hey. Ich höre. Ich hätte gern die 29, die 25 und die 13 mitnehmen. Wie sind die Erbsen heute? An Eis. Die nehme ich. Vorzügliche Wahl. Einmal Erbsen an Eis. Und jetzt kriege ich nur Eis oder kriege ich auch eine Erbse dabei? Gefroren sind die auf jeden Fall. Okay. Was man sich natürlich dann fragt ist, hey, kann man zweimal das gleiche bestellen? Egal, wir bestellen trotzdem nochmal. Ich würde gerne was bestellen. Was bestellen wir denn heute? Pizza? Eine Margarita oder wollen wir auch was mit Blaubeerpudding? Ich nehme einmal die Gerne. Einmal Fleischsuppe mit Blaubeerpudding. Was ist das für ein hässliches Gericht? Also, was sind das überhaupt für hässliche... Wie geht's? Wie widerlich. Ja, vor allem war es da drin. Fass ich nicht, aber der Blaubeerpudding sieht okay aus. Köstlich. Na gut, die will sie nicht mitnehmen. Hättest du ja wegkippen können. Vielleicht kriegen wir trotzdem was Neues. Jetzt ist da die Ratte wieder. Hey. Ich höre... Ich weiß nicht, warum da die Ratte ist. Ich würde gern noch... Tomatensuppe haben wir noch nicht. Genauso schlecht wie gestern. Aber das Curry macht die Sache... Was soll's. Einmal Tomatensuppe... Okay. Curry. Macht das besser. Mal gucken. Na, die sieht zumindest nicht so eklig aus, ne? Currypulver rettet nicht alles. Hauptsache ist Currypulver dabei. Einfach nur so. Na, jetzt haben wir was Grünes, was Blaues, was Rotes, was Gelbes und Pfirsich. Hunger? Ja. Das hier? Nein. Das ist also... Achso. Jo. Ich kann ja trotzdem einmal Klospülung ziehen. Das hält das aus. Das wollte ich vorhin schon machen, aber ich dachte, ich gucke erst raus, was passiert. Hat noch nicht gereicht. Das scheint jetzt gleich wieder ein guter Zeitpunkt zu sein, Aufnahmepause zu machen, bevor ich zu viel hier... Da komme ich nicht... Ich dachte, ich wirf das da hin. Ja, Mama. Die Ratte, ne? Wo ging die mein runter? Das ist zu weit. Zu kurze Ab. Ja, zu kurz, aber hinschmeißen hättest du da alles können. Na, er hat gesagt auf jeden Fall. Ich höre. Wie
Wie war der nochmal? Lass uns nochmal anhören. Der Blau. Er ist eine stachelige Perfektion. Er Stacheln. Ist eine Mischung aus der grünen Libelle, grüne Libelle und dem Blablabla. Er sieht aber überhaupt nicht aus wie der schmale Eumel, der kleine Johannes. Gut. Okay. Und ich? Jetzt alles möchte ich mal kurz eben nochmal hier drauf gucken. Danke. Für mich sind alle Kack. Achso, nein, dann drauf gucken. So, kleiner Johannes. Also nicht so wie der, nicht so wie der und nicht so wie der. Heißt übersetzt, der hat keine